Willkommen zurück zu Project Zero 3. Es ist die dritte Stunde des Lied der Unterwerfung und wir sind auf den Weg irgendwohin. Ich muss nochmal ganz kurz die Steuerung testen. Okidoki, funktioniert alles? Hier konnte man nochmal ein Dings machen. Ja, ja, okay. Ja. Ich habe schon wieder länger nicht aufgenommen. Ihr merkt es vielleicht. Das war die Karte und ich muss nochmal kurz alles durchtesten. Wie kam ich denn ins Menü? Es war Start, gell? Okay. Nur damit wir sicher sein können, dass ich nicht wieder Müll baue, jetzt wo ich länger nicht aufgenommen habe. Genau, das hämmernde Mädchen. Wir müssen jetzt dieses hämmernde Mädchen finden, soweit das in meiner Erinnerung ist. Aber den Raum habe ich nicht mehr im Kopf. Beim besten Willen habe ich keine Ahnung mehr, wo das sein soll. Und wo war denn... Wo war denn nochmal meine Steuerung? Ja, mit der 1, ja. Jetzt wollte ich gar nicht. Wie ging denn das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das wird schon funktionieren. Ich wollte eigentlich gucken, wie man die Blendendings, nicht die Blendendings, die Objektive benutzt. Aber das weiß ich jetzt nicht. Naja, wird schon schief gehen. So, ich meine, wir mussten hier wieder zurück. Also ganz zurück an den Anfang. Da liegt immer noch das Püppchen. Ich habe ganz ehrlich keinen Plan, wo dieser Raum sein soll. Hier war die Feuerstelle. Aber wo war denn dieser Raum? Hier waren wir überall. Das Problem hatte ich schon im letzten Part, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wohin. Ich war mir eigentlich sicher, es sollte hier sein. Aber da waren wir ja schon. Meine ich, im letzten Part, da sind wir jetzt ja hierher gekommen und da ging es nicht lang. Also ist die Frage natürlich jetzt... Ja, wohin geht's denn dann, Typis? Na, ich renn mal lustig umher. Give the child back. Ich weiß schon wieder gar nicht, wie ging denn das nochmal mit dem Ausweichen? Ich glaube, das war auch die Auslösertaste, gell? Du bist wunderschön. Mist. Ich bin immer noch komplett raus aus dem Spiel. Weil das so anders ist wie der Project Zero 4, gell? Dein Husband und dein Kind, ja. Das Kind war wunderschön. Achso, ich kann immer nicht nachdenken. Ich will mal nachdenken, aber das kann ich nicht. Hallo? Psycho-Augen. What the... Nein. Ich drücke schon wieder die falschen Knöpfe, aber ich hab doch... Lass mich los, du Bitch. Bitchy. Wieso ist die Lense jetzt aktiviert? Wie kann ich die denn nutzen? Ich nicht know, nein. Habe ich denn... Boah, wieso drückst du immer hinterher? Ich bin das aus dem Vierer gewohnt. Aber wie benutze ich denn nochmal die Lense? Okay. Wunderschöner Mund. Oh, was denn jetzt? Auf dem Foto sieht man irgendwas. Oh, hier ist nur Idee, was. Okay, was? Ja, das war doch die Frau am Anfang, oder? Mit dem Kind. Das Kind haben wir ja auch schon umgebracht. Das ja... gestürzt ist, als sie ihren Ball fangen wollte. Ich finde das eh tragisch beim dritten Teil. Die Storys hinter den Geistern, da möchte man die gar nicht erledigen, finde ich, weil es einem so wehtut. Deswegen ist das halt für mich auch so der beste Project Zero Teil, weil es wirklich storytechnisch einfach Hammer ist. Kann man nicht anders sagen. Viel intensiver als die anderen Project Zero Teile, wie ich finde.
Ach ja, ich finde es sehr schade, dass die Reihe nicht weiter produziert wird. Das hat ja schon mit dem 4. so nachgelassen und jetzt noch. Sehr, sehr sad so, aber wo war denn jetzt, Samit Tatami? Aber hier bin ich doch noch gar nicht, lang gekommen. Hier ging es doch aber auch in den Glockenflur. Das kommt mir alles nicht richtig her. Gang, war das hier oben doch? Nee. Leute, ich bin gerade komplett lost. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß, dass wir den einen Raum nicht betreten konnten. Da wird er auch irgendwas fotografieren. Habe ich das nicht irgendwie, in den Notizen oder so? Ich weiß es gerade echt nicht mehr, was Ereignisse, das Schlaflied? Nee. Ort, Leute, Artikel. Ich weiß nur, dass wir ein Foto gemacht haben. Ob ich das noch sehe? Du bist wunderschön. Ja, vielleicht auch nicht. Mist. Stopp, wartet. Ah, war das was? Fotos? Hämmerndes Mädchen da. Genau das haben wir gemacht. Schlagende Mädchen im... Als ich die Tür fotografierte, genau. Wer könnte sie sein? Das weiß ich nicht. Ich kenne den Raum, aber ich weiß nicht mehr, wo dieser blöde Raum war. Bis wir diesen Raum nicht gefunden haben, kommen wir auch nicht weiter, weil das ist so ein bisschen scheiße, ne? Ich bin mir eigentlich sicher, das war dieser eine Gang, wo man reingucken konnte durch das kleine Fenster, aber... Ja, wo das war, weiß ich auch nicht mehr. Ich sollte vielleicht wirklich öfters mal in die Schränke gucken, falls hier doch nochmal irgendwas ist, gell? Aber hier waren wir doch auch schon drin. Mensch, wo war denn das? Ich erinnere mich wirklich beim besten Willen nicht mehr dran, wo das war. Hier. Hört ihr das? Sie hämmert. Ich höre es hämmern. Hier war es doch okay. Hier war irgendwo ein kleines Fenster, ne? Da. Hier war es. Wusste ich es doch. Das war das kleine Mädchen. Jetzt müsste eigentlich die Tür aufgehen. Hallo. Nettes Mädchen. Finde ich süß. Kriegt einen Lutscher von mir. Ich habe ihn. Süßer Geist. Sehr süßer Geist. So, und jetzt müssen wir wieder zum Garten, ne? Was haltet ihr denn bislang vom dritten Teil? So im Vergleich zum vierten jetzt. Wie gesagt, ich finde es weitaus intensiver als im vierten Teil. Klar, Grafik hält nicht mit und so. Aber es hat mich einfach so viel gestört im vierten Teil, auch wenn es gegen Ende wirklich interessant wurde. Ich schreie, ja, wie komme ich jetzt am besten da wieder hin? Ich könnte natürlich auch über den Saal und dann über den Glockenflur. Das war doch der Geisterbaum, gell? Ich glaube, das war das Dings hier. Da müsste ich jetzt... Kam ich hier denn überhaupt schon lang? Nach oben? Da. Irgendwo. Knack, knack, knack. Knack, knack, knack. Vielleicht wird der dritte ja auch irgendwo nochmal geremaked als HD wie der zweite. Who knows, who knows? So. Bin ich dann extra einen Umweg gerade gegangen? Habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass ich voll den Umweg gegangen bin für nichts und den. Hallo. Ich war's nicht. Das ist eine kleine Tür, das ist gerade nicht so mein Problem, Ray. Ich habe die falschen Knöpfe gedrückt, ich voll der... Miss Kuh? Miss Kuh? Was bist du, das reine Scheiße? Hallo?
I won't let you what? Mal ein Eis lecken oder was? Konnte man denn nochmal den. Uiuiui, Hilfe! Ich wollte testen, wie man die Dings, das Objektiv noch ändern kann. Nein! Ups. Ach, sie lässt mich nicht gehen. Ach, na dann. Ja, wartest du mal ganz kurz? Ich muss mir mal was reinziehen hier in der Medizin. Hi, Scheiße! Du bist wunderschön, finde ich. Oh Gott, das war eher aus. Aus Reflex gerade, weil es so piep gemacht hat. Es will mich kapschen. Es will mich kapschen. Weiß, für mich gerade schon. Kommt schon. Wer ist das jetzt überhaupt schon wieder? Die kenne ich gerade gar nicht. Akito. Akito? Ich bin nicht Akito. Wer ist denn Akito jetzt? Milo, willst du mir was sagen? Ist wahrscheinlich auch einer, die hier auf der Suche nach ihrem verlobten Mann oder so war. Würde mich ja nicht verwundern. Wir wissen ja schon, dass das Haus des Schlafes sowas ist, wo man seine verstorbenen Verwandten, Geliebten, wer auch immer sieht und denen dann ins Haus folgt, was generell, glaube ich, nicht so schön ist. Und ich mach's trotzdem. Blöde Laker. Falsche Dings. Das war hier gar nicht. Nein, das war da. Falsch gerannt. Hä? Moment. Wo war denn das Tier? Glockenflur. Ach, Kiri. Wo rennst du denn wieder hin heute? Da war der Glockenflur. Wirklich Respekt, dass die alle mit Absatz rumrennen können. Auf Geisterflucht und so, gell? Also das muss man erstmal können. So. Gab's hier keinen Speicherpunkt? War mir nicht so. Nicht? Naja, gut, dann nicht. Aber vielleicht irgendwie noch Kräuterheilung. Ah, naja, ein Film. Okay, auch nicht schlecht. Ich weiß übrigens nicht, ob das in jedem, also in jeder Stunde neu ist, oder? Boah, das ist voll creepy. Die Puppen, guckt euch die mal an, ey. Ich hasse Puppen. Okay, brauche ich nicht. Ich hätte gern ein bisschen Kräutermedizin. Keine Kräutermedizin? Keine Kräutermedizin, dann halt nicht so. Und wir zurück zum Garten. Hoffentlich der eine Typi nicht wieder rumhängt. Mit seinem Hackebeil. Der ist mir nicht so sympathisch, ich weiß nicht. Wenn mir ein Typi mit dem Hackebeil hinterher rennt, ist mir das nicht sympathisch. Man glaubt es ja kaum, ne? Dann sollst du dich kurz speichern. Wartet kurz. Ich finde ja eh dieses japanische, also diesen japanischen Stil, dieses Haus, diese Villa, diese alte, einfach toll. Ich hab's ja eh so mit Japan und so gar nicht so einfach wegen Anime und Manga. Gibt's ja auch welche, die nur deswegen Japan toll finden, aber halt einfach, ja, wegen, weiß ich nicht, mir gefällt das einfach so. Die Architektur gefällt mir einfach so toll und den ganzen Mythen drumherum und Geschichten und die Story und alles. Ich weiß nicht, ich hab's mit Japan. Voll strange. Ja, jedenfalls gefällt mir das deswegen so. Alles so schön. So, hier war das, gell? Sie ist mit. Was? Hallo? Hä? Ich bin mir sicher, das war hier. Zaungang, Vorführraum? Nein. Nein. Gartengang. War das denn nicht?
Also irgendeine Dings ist aufgegangen, aber ich habe gedacht, das wäre eigentlich diese gewesen. Es war definitiv eine im Garten. Bin ich jetzt ganz doof? Die gestrenge Heilige. Okay, vielleicht wurde etwas dahinter eingeschlossen. Zum Beispiel da hinten. Verlobter. Das ist ja strange. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass es das Kleine war. Aber wir haben jetzt irgendeinen Fluch gebrochen. Mit dem Hämmer an Mädchen. Aber ich war mir sicher, das war da, wo wir das Schlaflied das letzte Mal gehört haben. Das war da im Kleinzimmer. Oder war das hier vielleicht? Ah! Sie, hier war das. Das sieht so gleich aus. Deswegen. Okay, es war doch eine kleine Tür. Hm. Heiliges Motherfucker. Raum. Das ist wunderbar. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Puppen creepy finde und aufgespießte Puppen erst recht? Und Kinder sowieso. Habe ich das schon mal gesagt? Wie dieses Schlaflied. Hört ihr das? Die schlafende Priesterin. Auf dem von Kerzen in leuchtendem Alter liegt ein Handteller großer Edelstein. Vielleicht wird er bei irgendeiner Zeremonie verwendet. Da ist etwas Glänzendes über dem Altar. Ein Glockenblumenmuster ist in den Schüssel eingraviert. Oh Gott, wenn ich mir die ganzen Schüssel merken würde. Was? Sorry, zahllose rot gekleidete Strohpuppen wurden mit Heulspießen in die Wände gespießt. Das ist sehr nett, ne? Das ist nette Kinder. Ah, ich wusste es. Are you hurt? Nein, ich bin nicht. Die kommt mit dem Hammer! Das Kind kommt mit dem Hammer an! Habt ihr das gesehen? Das Kind kommt mit dem Hammer! Okay, bei der ist, glaube ich, wichtig, Bitch! Ja, bei der ist, glaube ich, wichtig, sich, ab und zu aus dem Kameramenü rauszukommen. Aus dem Foto sieht man etwas. Ja, ein Kind, ein dummes. Oh, die hat eine süße Spange. Was? Du wolltest mich weghämmern, du blödes Kind. Pass mal auf, was du sagst. Da ist etwas auf dem Boden, wo sich das als Schreinmaid gekleidete Mädchen... Vielleicht war es ja eine, Ray. Graus Tagebuch. Das Aufspießen wehtut? Was wohl mehr Schmerz, wenn der Spieß langsam ins Fleisch eindringt oder wenn er mit einem Mal hindurchgestoßen wird? Sterben sie, wenn der Spieß komplett durchgestoßen ist? Ist es wichtig, ob sie sterben? Ich will eine Priesterin aufspießen. Sorry. Es hat so schön gepasst. Ja, die Kinder sind... Ja, okay. Ich will auch Priesterin aufspießen und so schön singen.